Willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir Rusty Bucket Bay abgeschlossen. Ja! Sehr schön. Und jetzt werden wir Welt Nummer 9 öffnen. Das Ganze wird sich aber etwas länger hinausziehen, weil da gibt es einiges zu erledigen. Ja, das werde ich einfach alles mal machen. Gut. Und zwar müssen wir hier mal das Puzzleteil einsammeln. Und zwar ist das das Puzzleteil des Hexenschalters von Rusty Bucket Bay. Dann müssen wir hier entlang, weil wir müssen das Wasser wieder ansteigen lassen. Auf den dritten Pegel. Damit sich das Wasser wieder erhöht und wir wieder da rein können, wo wir im letzten Part, also nicht im letzten Part, sondern vor Rusty Bucket Bay schon mal die Tür geöffnet haben. Und wir kommen in das Gebiet von Click Clockwood. Aber jetzt müssen wir uns mal hier durchschlängeln. Was nicht so einfach ist. Oh Gott. Die Zeit ist egal gerade. Autsch. Was hat der getan? Was auch. So, jetzt aber. Und zwar sind wir jetzt im Gebiet von Click Clockwood. Der braucht zwei Schläge. Und zwar, hier haben wir die letzte Welt. Click Clockwood. Ja, oben ist ein extra Leben. Wo wir jetzt hin müssen, zeige ich euch gleich. Und zwar müssen wir im Stier ausweichen und hier die Blätter hoch. Hier ist eine Notentür. Die können wir auch öffnen. Wo wir hier hinkommen, zeige ich euch jetzt noch nicht, weil dahinter ist nur schon Condilla eigentlich. Also wir sind schon fast am Ziel, wir sind jetzt schon in der letzten Welt. Ja, und puh. Wo geht's hier entlang? Muss ich dann schauen. Hier müssen wir hin. Hier haben wir einen Schalter. Und zwar bringt der den Puzzleschalter mehr oder weniger für Click Clockwood. Und der ist ja ganz am Anfang. Aber jetzt würde es mich gerade echt interessieren, wo ich da hinkomme, wenn ich da reingehe. Ich weiß es ja nicht mehr, ist schon ewig her. Ah, hier oben. Sehr schön. 24 Bumbuschädel, wir brauchen nur noch einen. Aber das Tolle ist, Click Clockwood ist ja eine besondere Welt. Die dauert ja etwas länger, sie hat 4 Jahreszeiten mit jeweils einer eigenen Tür. Und in jeder gibt es Mumbo-Schädel und man kann sich aber nur in Frühling verwandeln und so. Ich möchte trotzdem da reingehen, um euch das noch zu zeigen. Weil sonst ist der Part zu kurz. Ja, genau. Hier wird dann das Ende sein, mehr oder weniger schon. Ja, es ist schon an der Musik. Etwas Quizshow-mäßiges. Aber das kommt erst. Das kommt erst, das kommt erst. So. Jetzt, wo wir den Puzzleschalter gemacht haben, können wir hierher mal diesen Topf hier aktivieren. Der bringt uns nämlich hier hin, wo wir eigentlich auch hin müssen schon. Und zwar bringt er uns in die Nähe von Clankers Cavern. Wuhu. Genau dort, wo wir hinwollen. Als hätte sich wer etwas dabei gedacht. Aber das glaube ich fast nicht. Und zwar müssen wir hier hin. So. Oh, Brandhilda. Haben wir mit dir schon geredet? In der Hexenschule war ihr Spitzname Warzenkopf. Das ist doch mal was Interessantes. Der Lieblingsgeruch der alten Warzenfratze ist stinkender Schwefel. Okay. Man behauptet auch, ihre Lieblingsfarbe sei Blutorangenrot. Ja, sie erfrischt uns. Ja. Aber ich hätte eine Idee, was wir in dieser Welt, also in diesem Part noch machen können, damit er nicht so kurz ist.
Hier sehen wir Klicksberg Wood im Frühling. Meine Idee wäre jetzt einfach mal, wir haben doch Cheeto besucht und da würde ich sagen, wir benutzen einfach mal die Sachen, die uns Cheeto gegeben hat. Weil das sind offizielle Sachen, die man im Spiel erhalten kann. Warum sollte man das denn nicht benutzen? Oder? Was meint ihr? Wenn wir hier schon in der Nähe sind, warum nicht? Und dazu müssen wir zu Treasure Trove Cove. Ich hoffe, ich habe Cheeto damals besucht als Krokodil. Weil sonst haben wir keinen Cheat Blue Eggs. Kann mich schwer daran erinnern. Und wenn es nicht der Fall sein sollte, ich glaube, der Cheat funktioniert trotzdem. Von daher kann man jetzt in die Sandburg überhaupt reingehen. Ja, man kann reinschwimmen. Okay, ist alles unter Wasser. Wir müssen das Wasser zuerst ablassen, sonst können wir die Cheatburg nicht benutzen. Jetzt ist er hier oben. Aber wie kommt man da schon wieder rauf? Nur von hinten, oder? Ja. So. Und zwar hier. Ja, treffen sollte ich auch. So. Er lässt uns das Wasser ab. Und wir können den Cheat benutzen. Habe ich den für Goldfinder jetzt auch schon bekommen? Keine Ahnung. Ja, sicher habe ich den bekommen. So. Und zwar funktioniert das jetzt folgendermaßen. Wir müssen Cheat eingeben zuerst eigentlich. Wo ist das H? Cheat und dann Blue Eggs B L U E und X. Blue X. Endlich sollte das funktionieren. Ich weiß aber nicht, warum das gerade nicht funktioniert hat. Ich gehe nochmal raus, nochmal rein. Okay. Das würde mich gerade sehr interessieren, warum das nicht gegangen ist. So, das war kurz ein Cut, weil ich nachgesehen habe. Normal bräuchte ich nur Blue Eggs eingeben. Hallo E? Genau, das nimmt er jetzt. Oh, ich habe mich verschrieben. Kommt mir gerade. Na gut, nochmal von vorne an. Achso, ich kann ganz normal weiter eingeben. Ja. Und zwar sieht es aus, als hätte ich den Cheat wirklich nicht geholt. Ja, das will ich euch dann noch zeigen, natürlich. Mit der Page etwas länger. Zumindest werde ich dahin cutten. Red Feathers war das gerade. Den Cheat haben wir ja bekommen. Und dann gebe ich noch Gold Feathers ein. Den haben wir auch bekommen. So, F, E, A,
T-H-E-R. Und S, das war Goldfeathers. Und wenn das B ist nicht genommen wird, dann... Ja, genau. Ich habe den Cheat noch nicht. Ich werde euch jetzt dann zeigen, wo ich den herbekomme. Ich werde dahin einfach laufen und ihn cutten. Also wir sehen uns dann gleich im Bubbleclub Swamp. Ich bin nur das Krokodil von Bubbleclub Swamp. Und wir müssen ja Cheetor suchen. Wir waren dort übrigens schon einmal und haben den Stein davor weggekickt. Nur habe ich dann nie den Cheat geholt von Cheetor. Ich habe mir auch überlegt, einen Special Part nach dem Let's Play zu machen mit den Stop and Swap Items, die man sich ja auch cheaten kann. Zumindest kann man die Eier auf ihren ursprünglichen Platz hincheaten und die dann abholen. Ich glaube, das wäre ein nettes Special und auch den Eisschlüssel, den wir gesehen haben. Jedenfalls müssen wir hier durch und willkommen zu Cheeto. Hallo Cheeto. Das wäre eigentlich Cheeto Nummer 1. Und zwar haben wir den Cheat jetzt. Ja, Krondilla, wir haben einen Cheat gefunden. Und zwar ist es jetzt diesmal Blue Eggs. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Sandburg wieder. So, wieder in der Sandburg angekommen. Gibt es jetzt nun noch Blue Eggs. Dann hätten wir auch den offiziellen Teil der Cheaterei beendet. Das sind ja offizielle Cheats, die man im Spiel... Also, brauche ich noch. Die man im Spiel bekommt. Also nichts, worüber man irgendwie sagen kann. Das ist alles Hilfe oder so. Natürlich hilft das. Aber wenn das Spiel mir die Möglichkeit schon gibt, warum nicht? Es ist die alte Leier. Euch helfen nicht mal blaue Eier. Natürlich. Wir haben jetzt 200 Eier, 100 Federn und 20 Goldfedern. Und dadurch können wir im nächsten Part direkt mit Click Clock Wood starten. Ich hoffe, der Part war jetzt nicht zu lang oder hat euch zu gestört. Wenn euch trotzdem gefallen hat, Daumen hoch für Cheeto und für mich. Ich habe gerade O eingegeben und das hat gestimmt. Was zum... Okay. Lol. Haha, lustig. Ja. Bis zum nächsten Mal. Dann bei Click Clock Wood. Bis dann.